willkommen bei Tag 4.5. Da wir heute getrennt unterwegs sind, haben wir gedacht, wir machen heute doch mal zwei Vlogs. Was Max heute macht bzw. gemacht hat, das seht ihr im Vlog von gestern auf seinem Kanal. Und was ich heute mache, das werdet ihr in diesem Video sehen. Ein kleiner Vorgeschmack, es wird viel um Teezeremonie und Matcha gehen. Ich bin heute auf der Suche nach ein paar Utensilien für meine Teezeremonieübungen bzw. meine Teeschule, die ich in Deutschland habe. Denn einiges besitze ich schon, vieles fehlt mir aber noch und deswegen gehen wir jetzt in diesen Laden da hinter mir rein. Wir sind jetzt wieder aus dem Tee-Zeremonie-Zubehörladen raus, wenn man das so nennen kann. Es war total krass, wie viel Auswahl es da gab und ja, ich habe mich einfach fast überhaupt nicht entscheiden können, aber ich habe mir doch was ausgesucht. Es gab einige Sachen, die ich wirklich brauchte, die ich bisher auch noch nicht hatte und ich habe mich echt gefreut, dass ich endlich mal so einen Laden gefunden habe, weil in Deutschland gibt es sowas halt überhaupt nicht und es ist auch ziemlich schwer, sowas im Internet herauszufinden, deswegen habe ich mir da von einer Freundin helfen lassen, so einen Laden zu finden und ich bin echt froh, dass das geklappt hat und jetzt sind wir auf dem Weg zu einem Café, das heißt Chacha no Matcha. Und ja, in diesem Café gibt es ganz viele Süßigkeiten oder Desserts und auch Getränke mit Matcha logischerweise und darauf freue ich mich schon sehr. Wenn man was bestellt hat, bekommt man hier so eine lustige Erklärung auf Japanisch, aber ja, wir haben gerade versucht, das zu lesen. Meine japanische Freundin hat mir dabei geholfen, aber es ist auch nicht so wichtig, was da drin steht. Ich glaube, das soll einfach nur wie eine Art Story zu dem Essen sein. Jetzt ist schon abends, aber warum es jetzt schon abends ist, das wisst ihr, wenn ihr Max' Vlog von gestern, also heute, geschaut habt. Wow. Trotzdem wollte ich noch mal ein paar Worte zu dem Chacha no Matcha Café erwähnen. Das erste, was ich sagen wollte, ist der Name. Ist ein bisschen seltsam, weil wenn man es in Kanji schreibt, heißt es einfach nur Chacha no Ma. Aber irgendwie heißt es auch Chacha no Matcha, weil es heißt halt Chacha no Ma Tea. Es ist ganz verwirrend. Ich schreibe euch hierhin, wie ihr es bei Google suchen könnt. Ich schreibe es euch auch unten in die Videobeschreibung. Ich schreibe es euch da nicht rein. Doch, also ich verlinke es euch dort. Aber an sich, wenn ihr euch ein bisschen in Harajuku auskennt, gibt es ja vorne die Kreuzung am Meiji-Jingu und dann die Straße, die geradeaus runtergeht, die Omotesando Hills. Und von dort aus könnt ihr links zur Takeshita Dori gehen und das Café ist dann eher auf der rechten Seite, wo in dem Gebiet, wo die ganz kleineren Cafés und Boutiquen eben sind. Von dort aus gibt es dann auch ein paar Straßenschilder, wo das Café ausgeschildert ist und wenn ihr so ein Straßenschild fotografiert, beziehungsweise eigentlich wenn ihr so ein Straßenschild findet und das den Leuten im Café sagt, dann bekommt ihr eine kleine Überraschung gratis. Ich werde euch nicht verraten, was es ist, um euch nicht die Spannung zu nehmen. Als Ausländer ist es ein bisschen schwierig, weil man das Schild nicht lesen kann. Ich blende euch aber hier mal kurz ein, wie das Schild aussieht. Und am besten macht ihr einfach ein Foto von diesem Schild, dann könnt ihr es einfach zeigen, müsst es auch nicht irgendwie vorlesen können oder so. Und dann bekommt ihr diese Überraschung. Allgemein kann ich das Café nur empfehlen, gerade wenn man Matcha mag und gerade wenn man ja nicht nur so, ich sag mal, traditionellen Matcha mag, sondern eben auch so Desserts mit Matcha und so ein bisschen diese Spielerei, die Japaner eben gern mit Matcha machen. Denn wie ihr in den Aufnahmen gesehen habt, hatte ich so ein kleines Set, wo man mehrere kleine Sachen hatte zum Kosten. Einmal ein Stück Matcha Cheesecake, dann noch
ein Parfait, wo halt Matcha-Kuchenstücke drin waren und Erdbeeren und Sahne und obendrauf nochmal Matcha-Pulver. Und dann hatte ich noch ein kleines Eis dazu, da war jetzt kein Matcha drin, aber ich glaube, das sollte in dem Set einfach nochmal ein bisschen so zum Ausgleich dienen. Und es gibt aber ganz viele verschiedene Sets und man kann sich dann eins aussuchen und kann dann überlegen, also auswählen, ob man dazu noch normalen Tee oder Matcha haben möchte. Und ich habe natürlich Matcha genommen. Es gibt auch Matcha Latte. Ja, also sehr viele Auswahlmöglichkeiten, echt super viel. Und ich denke, es ist auch für jeden was dabei. Aktuell hatten sie auch viel Sakura-Zeugs, also Sakura-Sets im Angebot. Wo man eben auch was eher Saisonales hätte auswählen können. Es gibt auch Sachen ohne Matcha, wenn ihr zum Beispiel jemanden dabei habt, der sagt, ich bin jetzt aber gar nicht so der Matcha-Fan, dann findet der auch was, keine Sorge. Also es ist wirklich eine sehr große Empfehlung. Es ist sehr klein und sehr gemütlich, sage ich mal. Man sitzt schon sehr nah mit den Leuten am nächsten Tisch nebenan, aber trotzdem, es lohnt sich und es ist gar nicht so teuer, finde ich. Also geht auf jeden Fall vorbei, wenn ihr Matcha mögt. Gut, ich glaube, ich habe genug über Matcha heute geredet. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, euch im nächsten Video zu sehen. Auf Max' Kanal wieder. Sorry.